bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heute keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht, genau wie du. Die Berge musst schon gern erklimmen, dann wird mit der Liebe auch bestens stimmen. Es finden tausend junge Herzen heut keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht, genau wie du. Jo, das sind wohl Wiener Geschichten, die tagtäglich bei uns hier passieren, weil die süßen Wiener Madeln ihre Herzen so schnell verlieren. Hallo, ich bin die Mary aus Wien und suche einen neuen Partner, der mit mir durchs Leben geht. Mary, warum sitzen wir heute hier? Na, wegen der Heiratsgeschichten, Liebesgeschichten, damit ich einen Mann finden werde. Wieso ist das so schwierig? Ja, es ist schon schwierig. In einem gewissen Alter ist das schon ein bisschen schwierig. Weil man ja doch, zumindest ich, stelle Ansprüche. Ne? Was sind denn Ihre Ansprüche? Ein gepflegter Mann. Nicht, dass er halt Hausnummer Unterhosen eine ganze Woche hat und so. Ne? Der was auch ein bisschen ein gebildetes Niveau hat. Nicht, dass er vielleicht eine eigene Wohnung hat und nicht bei mir da gleich einzieht, ja? Das wollen Sie nicht? Nein, ich brauche auch meinen Freiraum dazwischen. Ne? Da kann er halt kommen am Wochenende oder vielleicht zusammen in der Woche. Weißt du, wie irgendwie, weiß nicht, vor ein paar Wochen mit dem kennengelernt. Ja, der ruft mich ja jeden Tag an und das will ich bitte nicht, ja? Wenn Sie jetzt eh vor ein paar Wochen jemand kennengelernt haben, dann kann ich ja wieder gehen, oder? Nein, der ist ja nicht mein Typ. Wie schaut er denn aus? Ja, ich bin nicht groß. Der ist auch nicht groß, ja? Ich möchte schon einen, der was ein bisschen größer ist wie ich, ne? Das ist schon so 1,78, also und drüber sein, 85, ja. Der kann schon ein bisschen ein Bierbäuchlein haben oder ein Genussbäuchlein, sagen wir ein Genussbäuchlein. Ne? Klingt schöner. Ja, er kann auch eine Halbglotzen oder eine Glotzen haben. Und das wäre halt für mich erotisch dann. Was finden Sie gar nicht erotisch? Na, einen Mann mit einem Jesusbart. Ja, der was da bis zu der Brust geht, ne? Und so, und gepflegt ausschaut, ne? Sind Sie immer lustig? Großteils. Ich ärgere mich schon manchmal. Da flog ich halt in mich hinein und, aber meistens ist es noch vorbei dann und bin halt wieder, ja, lustig. Ja, was bringt mir das, wenn ich dann mit so einem Dings da herumsitze und mich 10 Stunden nachher über das ärgern tue? Das bringt mir ja nichts. Es klopft mein Herz, bum bum, es macht so stark, bum bum, es klopft so arg, bum bum, warum, bum bum, warum, bum bum. Es klopft bei Tag, bum bum, es macht bei Nacht, bum bum, es klopft so arg, bum bum, zu dumm, bum bum, zu dumm. Also ich war 2-mal verheiratet. Mein erster Mann war meine große Jugendliebe, wo ich auch einen wunderbaren Sohn habe. Dann kam mein zweiter Mann, das war meine reife, große Liebe. Wieso war der zweite Mann so toll? Ja, der war ein toller Mann. Der hat mir meine ganzen Spamponadeln durchgelassen, ja. Sind Sie so wild? Manchmal schon, ja. Wann ist Ihr Mann verstorben? Mein zweiter Mann ist vor 3 Jahren verstorben, plötzlich. Ja, und das hat mich schon ein bisschen zurückgebracht. Kaut geschmissen, ja. Das hat mir halt ja sehr getroffen gehabt. Also, ja. Und da war ich auch gar nicht auf der Suche nach einem neuen Mann. Und jetzt, glaube ich, ist die Zeit reif für mich, dass ich mich wieder unter das Männervolk da umschauen tue. Thank you.
das bringt sie so richtig zur Raserei. Ja, wenn sie bei der Kasse irgend so eine Vordränger tut, da werde ich ja sehr ungehalten, ja? Wie schaut das dann aus? Beschreiben Sie ein bisschen. Was ich da sage, sage ich hallo, hallo. Sehen Sie mich nicht? Sie müssen sich hinten ausstellen, ne? Ich habe nur das, sage ich, und ich hab auch nur das. Kriegen die dann Angst, die Menschen? Ja, dann meistens fangen sie mit zum Schimpfen und ich sage halt dann, weißt du was, heute Goschen. Darf man das sagen im Hauptabend? Ja, oder Goschen? Ist ein schöner wienerischer Ausdruck, oder? Ja, ich denke schon. Es klopft mein Herz, bum bum. Es macht so stark, bum bum. Es klopft so arg, bum bum. Warum, bum bum, warum, bum bum. Es klopft bei Tag, bum bum. Es macht bei Nacht, bum bum. Es klopft so arg, bum bum. Zu dumm, bum bum, zu dumm. Wer kann denn schuld dran sein an dieser Klopferei? Du allein. Gibt es einen Star, für den Sie schwärmen? Ja, für den Hans Moser. Ja, aber das ist ein richtiges Wiener Original ist das, ja. Und das gefällt mir ganz einfach. Ich bin also seit der Jugend ein Moser-Fan. Ne? Würde Ihnen ein Mann gefallen, der so ausschaut wie der Hans Moser? Nein, das nicht. Ich meine, nein, das nicht. Na, so eine Schönheit war er nicht, ne? Wollen Sie unbedingt eine Schönheit an Ihrer Seite, Mary? Na, schon ein bisschen schöner wie der Moser. Nicht das sagen. Ich will ja keinen Brad Pitt oder George Clooney-Typen haben. Also einen richtigen, normalen Mann. Jo, das sind halt Wiener Geschichten, die tagtäglich bei uns hier passieren. Weil die Süßen Wiener Madeln ihre Herzen so schnell verlieren. Denn sie können so schwer Nein sagen und sie küssen so viel gern. Selbst das sind die Wiener Geschichten, schon uralt und stets modern. Was ist besonders schön an der Liebe, Mary? Ja, das Schmusen ist sehr schön, wenn man dann irgendwo vielleicht auf einem Bankerl sitzt und dann kriegst du einen wunderbaren Kuss und eine gute Nachtsbussel kriegst und einen guten Morgensbussel kriegst. Das ist halt was Schönes. Wie viele Jahre kann man verliebt sein? Wenn es passt, kann man ewig verliebt sein, den gleichen Mann. Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Hallo, ich bin der Dieter. Wohne im Tiroler Unterland und suche eine nette, tolle Partnerin. Ich kam hier nach Tirol. Da hat es gleich geheißen, der Deutsche kommt. Das war der erste Satz, den ich erfahren musste. Aber das war mir egal, weil die konnten mich nicht verstehen und ich konnte die Tiroler nicht verstehen. Aber man hat sich zusammengerauft. Man hat zusammen dann einfach mal in der Kneipe ein Bierchen zusammengetrunken. Da war die Freundschaft da. Ich wohne hier, also sehr in den Bergen, koche leidenschaftlich gern. Dann gehe ich im Winter gerne Skifahren, das ist ganz wichtig. Aber mein größtes Hobby ist die Filmschauspielerei. Angefangen habe ich als Komparse. Und mittlerweile habe ich auch kleine Rollen bekommen. Den Pfarrer spiele ich von der Soko Kitzbühel. Beim Bergdoktor bin ich tätig. Weil Sie gesagt haben, Sie haben einen Pfarrer gespielt, sind Sie sehr gläubig? Muss ich das jetzt sagen? Meine Schwester hat immer gesagt, da haben sie einen Bock zum Gärtner gemacht, weil der jetzt eine Pfarrerrolle hat. Und naja, was soll's, es passt. Fill my heart with song. Let me sing
forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Ich war dreimal verheiratet. Oder ich sag's andersrum, ich bin dreimal glücklich geschieden. Hört sich besser an. Aus meiner ersten Ehe habe ich zwei Töchter, wo ich sehr stolz drauf bin. Eine lebt in Deutschland, eine in Amerika. Habe 7 Enkelkinder und 4 Urenkelkinder. Und da bin ich ganz stolz drauf. Sagen Sie mir jemand, der fast eine Fußballmannschaft hat. Ja, ist so. Warum sind die Ehen in die Brüche gegangen? Ich war im Außendienst, ich war nie daheim. Ich bin montags weggefahren und bin am Wochenende wieder zurückgekommen. So. Und das war's dann. Deswegen haben die Ehen nicht geklappt, glauben Sie? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Freuen Sie sich schon auf Ihre 4. Hochzeit? Das ist eine gute Frage. Kalt erwischt. So, wenn es passen würde, keine Frage, würde ich jederzeit wieder heiraten. Wenn mich jemand fragt, wie alt bist du, dann sage ich, ich bin 29, aber das ist schon seit 41 Jahren. Und so alt fühle ich mich auch. Ich fühle mich jung, sehr jung. Wirklich? Ja. Ja. Ich fahre gern mit dem Motorrad durch die Gegend und es macht Spaß, die Freiheit zu genießen. Es passt alles und sicher, ich bin alleine, aber nicht einsam. Würden Sie sagen, dass Sie ein sehr zufriedener Mensch sind? Ja, bin ich. Das Einzige, was halt fehlt, ist eine Partnerin. Because you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, I love you. You. Ich suche eine Partnerin, die auch geistig rege ist. Die sollte offen und ehrlich sein. Ja, nur so kann man eine gute Partnerschaft genießen. Also wenn ich eine Partnerin finde, ja, und dann soll es auch in der Erotik passen. Weil was nützt mir das, wenn man Händchen halten da liegt und es passiert nichts mehr? Da bin ich noch zu jung dazu. Also für meine neue Partnerin habe ich sogar ein Liebesgedicht verfasst. Und ich hoffe, dass das gut ankommt. Hallo ihr Mädels im ganzen Land. Ich, der Dieter, bin fast immer gut drauf. Also Mädels, macht's euch auf nach Tirol, denn hier fühle ich mich wohl. Die Berge musst schon gern erklimmen, dann wird mit der Liebe auch bestens stimmen. Also, liebes Madel, ich bin fit wie ein Turnschuh. Und ich hoffe, du auch. Und dann können wir uns hier in den Bergen austoben ohne Ende. Wie alt kann ein Madel sein? Ich kenne Madels, die sind älter als ich und die sind noch fitter als ich. Ein Madel ist bei mir eine Frau, die ich einfach auf den Händen tragen würde oder sagen würde, halt, du bist eine tolle Frau. Ich habe da einen kleinen Wahlspruch. Früher hat man gesagt, jede Mutter hat eine schöne Tochter. Heute sage ich es umgedreht. Jede Tochter hat eine schöne Mutter. I love you. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear, you bring a fever. Hallo?
Ich bin die Emesche aus Oberösterreich und ich suche nach einem feurigen Mann. Ihre Kinder haben die Bewerbung ausgefüllt. Und da steht, transsilvanisches Blut sucht nachhaltigen Snack. Warum? Warum? Weil ich bin in Siebenbürgen in Rumänien geboren. Und ich bin als ungarische Minderheit aufgewachsen. Und ich lebe seit 31 Jahren da in Österreich. Wie soll also dieser nachhaltige Snack sein? Dieser nachhaltige Snack sein? Huh, so einfach ist es nicht. Weil ich bin eine sehr lebendige und eine sehr selbstständige Frau auch. Ich mache immer was. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne Skifahren, wandern. Ich mache Yoga, ich tue viel meditieren. Und das hilft mir, dass, wenn ich zu viel Energie habe, das mich ein bisschen runterholt. Das heißt, Sie brauchen nicht 5 Kaffees am Tag? Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Dann, glaube ich, drehe ich rumherum, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Dann kleben Sie an der Decke. Wenn ja, das könnte passieren. Wie schaut ein erotischer Mann aus? Erotischer Mann? Das ist. Ich mag zum Beispiel so staatliche Männer. Ich würde jetzt sagen, der Gerard Butler, das ist so ein Typ. Aber für mich, dass er blond oder braun oder. Das wäre mir eigentlich egal. Weil, wenn ich denjenigen dann sehe, dann weiß ich, ist es oder ist es nicht. Ich bin schon lange Single und ich glaube, jetzt wird schon Zeit. Ich muss jetzt aus meiner Komfortzone heraus. Mein Ex-Ehemann war auch von Rumänien. Wir waren befreundet. Und er ist nach Österreich dann geflüchtet. Das war in der Ceausescus Zeit. Und in den 90er Jahren dann bin ich zu Besuch gekommen und bin ich dann da geblieben. Wohnen Ihre Kinder noch bei Ihnen? Nein, die alle beide sind schon seit langem geflüchtet. Meine Tochter ist Juristin und mein Sohn ist ein Astrophysiker. Ui, verstehen Sie, was er Ihnen erzählt über die Arbeit? Nein, aber ich höre ihm immer gerne zu. Und ich bin so froh, dass sein Herzenswunsch nachgegangen ist. I'm gonna go, 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 there's no stopping. Würden Sie sich lieber in einen Ungarn oder in einen Österreicher verlieben? Für mich die Nationalität spielt nicht so große Rolle. Es ist wichtig, dass der andere ein guter Mensch ist. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever.
Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Wie würden Sie das Gefühl des Verliebtseins beschreiben? Schmetterlinge im Bauch. Ich fühle mich leicht. Mein Lächeln hört nie auf. Momentan sind bei Ihnen nur die Schmetterlinge an der Wand, Emmesche. Genau. Ja. Das soll sich ändern? Ja, hätte ich sehr gern. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch alone. Grüß Gott, bin der Stefan, bin aus Kärnten und suche die Liebe. Ja, ich bin bei der Landjugend, bei der Volkstanzgruppe, da ich dort tanzen. Aber da müssen Sie ja junge Damen kennen, Stefan. Ich kenne genug Damen in meiner Reihe, aber es passt zu mir, diese keine. Warum nicht? Entweder sind sie schon vergeben oder sind sie nicht zu haben. Mögen Sie auch bei Mädchen Tracht? Es gibt Dirndlfiguren, ja, schlank und passend in das Kleid hinein. Jedes Dirndl passt in sein Kleid, wenn es passt. Dekolleté meinen Sie jetzt? Ja, Dekolleté und lange Füße. Die Großeltern wünschen sich sehr, dass ich eine Freundin finde. Der Opa sagt immer, wann kommt endlich einmal eine Beifahrerin, dass man nicht naiv vorne sitzen muss, dass eine junge, fesche Frau einmal an deiner Seite ist. Die Großmutter hat mir beigebracht, das Kochen, das Putzen, das Waschen, das Lernen. Warum hat Ihnen Ihre Großmutter so viel beigebracht? Weil es im elterlichen Haus nicht gepasst hat. Das heißt, Sie sind nicht bei Ihren Eltern aufgewachsen, sondern bei den Großeltern? Ich bin schon bei den Eltern aufgewachsen, aber mit 10 Jahren bin ich zu den Großeltern gekommen und bin mit denen aufgewachsen bis jetzt. Was würden Sie sagen, was ist da übrig geblieben bei Ihnen? Gibt es da Schrammen, die da übrig geblieben sind? Es sind schon Schrammen, Kurven, Ecken geblieben. Aber es ist so im Leben, man lebt nur einmal. Die Liebe schon mal so richtig eingeschlagen bei Ihnen? Einmal war die große Liebe, ja. Wie hat sie ausgeschaut? Jung, blond, blaue Augen. Und dann haben sich die Eltern getrennt, und sie sind weggezogen und dann hat sich die Liebe getrennt. Wie schlimm war das für Sie? Ja, es war schon schmerzhaft. Und der Schmerz danach, der ist groß, ja. Schrecklich, oder? Ja, man muss sich verzeihen und vergessen lernen. Wie lange hat denn das gedauert, bis Sie nicht jeden Tag traurig waren? Ja, ein Jahr. Ich bin jung geblieben, aber ich bin reif geworden. Da reden Sie aber jetzt schon sehr erwachsen, Stefan. Ja, ich bin erwachsen. Ich bin ausgelernt, ich habe alles erreicht im Leben und ich schaue auf die Zukunft. Und die Zukunft ist die Liebe. Sind für Bergler.
Was machen Sie beruflich? Ich bin Fleischhacker. Was machen Sie nach dem Dienst? Ich gehe zu befreundeten Bauern. Gehe zu den Tieren, in die Weide, gehe zu den Kühen, schauen, wie es ihnen geht. Was macht Kühe so besonders für Sie? Die Ruhe, wo sie ausstrahlen. Würden Sie gerne eine Familie gründen? Ja, das möchte ich gerne, ja. Eigene Kinder haben, in die Zukunft schauen und eine Partnerin haben, die was zu dir steht und zu dir haltet. Wie würden Sie jetzt das Prachtexemplar beschreiben? Ja, eine hübsche Frau ist groß, schöne Haare, ein natürliches Wesen ohne Bilder am Körper. Tattoos. Oder Piercings, das passt zu mir nicht. Eine Brillenträgerin wäre super, da sind wir gleichberechtigt. Charakterlich ist wichtig, ehrlich, treu, fleißig, lustig muss sie sein. Kennen Sie einen guten Fleischhackerwitz? Nein, einen guten Fleischhackerwitz kenne ich nicht, aber einen guten Jägerwitz kenne ich. Gehen zwei Jäger beim Gasthaus vorbei. Es geht kein Jäger beim Gasthaus vorbei, bade gehen eine. Jetzt sind sie aber frech. Ja, das ist das Leben. Werden die Jäger jetzt mit Ihnen schimpfen, Stefan? Nein, die Jäger schimpfen mit mir nicht, weil sie mich brauchen. Einen gelernten Fleischer braucht jeder Jäger. Das stimmt. Ja. Da können sie schon ein bisschen frech sein. Da kann man frech sein und da Spaß machen. Today. So whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. Hallo, ich bin die Andrea und komme aus den niederösterreichischen Voralpen. Ich würde mich sehr gerne wieder so richtig verlieben. Also von einem neuen Partner wünsche ich mir vor allem Achtsamkeit, Ehrlichkeit, dann soll er humorvoll sein, er soll auch sportlich sein. Dann sollte er Kunst und Kultur interessiert sein und ja, einfach mit mir das Leben genießen wollen. Also ich würde mir auch einen Partner wünschen, mit dem ich dann Feste besuchen kann, wenn man zum Beispiel auf eine Hochzeit oder auf einen Geburtstag eingeladen ist und man kommt dann alleine, fühlt man sich wie das fünfte Rad am Wagen. Mein jüngerer Sohn wohnt bei mir im Haus. Er hat seinen eigenen Bereich. Die Küche benutzen wir gemeinsam. Und von einem zukünftigen Partner erwarte ich mir schon, dass er sich mit meinen Söhnen versteht und mit meiner Schwiegertochter. Also ich liebe Wasser. Ich bin irrsinnig gern am oder im Wasser. Und ganz in meiner Nähe gibt es einen Wasserfall. Und das ist für mich ein richtiger Kraftort. Ist ein Wasserfall auch ein sehr romantischer Platz für Sie? Es kann romantisch sein mit dem richtigen Mann. It's a lovely day today, so whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true. And I hope whatever you've got to do is something that can be done by two, for I'd really like to stay. It's a lonely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. Ich war verheiratet und aus dieser Ehe sind meine zwei Söhne entstanden. Und solange die Ehe gedauert hat, war sie schön. Aber wir haben uns dann auseinandergelebt und irgendwann war es dann einfach vorbei. Warum haben Sie sich auseinandergelebt? Also ein großer Grund ist sicher mein Beruf. Ich war diplomierte Krankenschwester und habe sehr viele Wochenend- und auch Feiertagdienste gemacht und Nachtdienste. Und das muss ein Partner erst einmal mittragen.
Da hat er sehr oft die Kinder alleine am Wochenende oder auch in der Nacht, wenn sie krank waren. Und es ist schon eine große Belastung für eine Beziehung. Ich habe in der chirurgischen Ambulanz gearbeitet. Also was es dann auch sehr oft war, jetzt hat man 12 Stunden gearbeitet und man hatte tagsüber oft wirklich nicht viel Zeit zum Essen. Dann kommt man nach Hause und dann setzt man sich in Ruhe hin und isst meistens mehr, als man sollte. Und das ist ein Kreislauf, aus dem man dann irgendwo fast nicht herauskommt. Und das hat der Figur nicht sehr gut getan. Also je mehr Kilo man hat, umso weniger fühlt man sich attraktiv. Und mit der Altersteilzeit ist das dann viel einfacher geworden. Und dann ist alles wie von selbst gegangen eigentlich. Auch das Abnehmen? Auch das Abnehmen. Weil einfach auch die Zeit da war, dass man sich jetzt etwas Tolles kocht. Mit jedem Kilo, das man verliert, steigt das Selbstvertrauen wieder. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Natürlich hatte ich in letzter Zeit auch einige Dates und dabei waren ein paar sehr kuriose Sachen auch dabei. Zum Beispiel, ich habe einen Mann eingeladen zu einem späten Frühstück und es war wirklich alles am Tisch, von Schinken, Käse, Tomaten, Gurken, also Gemüse, Obstsalat, Ei, Kuchen. Und wie ich alles herausgeräumt habe aus dem Kühlschrank, bin ich drauf gekommen, oh, ich habe die Butter vergessen. Und ich habe gedacht, naja, wenn ich jetzt da schnell ins Geschäft fahre, dann geht sich das nicht mehr aus. Ich habe ihn einfach angerufen und gebeten, ob er mir eine Butter mitbringen kann. Und dann ist er mit der Butter gekommen und wir sind hereingegangen in die Küche und da liegt die Butter am Tisch und sagt, mach 2,19 Euro. Wirklich? Und ich habe einmal geschaut und habe mir gedacht, meint er das jetzt ernst? Da ist ein Tisch voll Essen und er möchte die 2,19 Euro für die Butter. Ich habe ihn dann darauf angesprochen und er meinte nur, euch Frauen geht es ja immer nur ums Geld. Ich war dann ehrlich gesagt fast froh, wie er wieder gegangen ist. Haben Sie ihm die 2,19 Euro gegeben? Natürlich, weil das lasse ich mir nicht nachsagen. There is nothing more to say, except it's a perfectly devastating, delightfully, excitingly exhilarating. What a day for simply saying it's a lovely day. Wann sind Sie brav und wann sind Sie ausgeflippt im Leben, Andrea? Also ausgeflippt, würde ich jetzt sagen, war ich in meiner Kindheit. Ich war immer ein sehr lebhaftes Kind. Und dann, würde ich sagen, war ich brav. Wäre es nicht wieder Zeit, ein bisschen ausgeflippter zu sein? Auf alle Fälle. Also eine Spur mehr ausgeflippt würde mein Leben sicher gut tun. It's a lovely day. Ma, he's making eyes at me. Ma, he's awful nice to me. Ma, he's almost breaking my heart. I'm beside him. Mercy, let his conscience guide him. Ma, he wants to marry me. Be my honey bee. Every minute he gets bolder. Now he's leaning on my shoulder. Ma, he's kissing me. Hallo, ich bin Christoph oder auch Gloria, komme aus Graz und suche einen tollen Mann. Mein Hobby ist mein zweites Ich, und zwar die Drag Queen Miss Gloria, die wohl bekannteste Drag Queen der Stadt. Als Drag singe ich nicht, tanze ich auch nicht und ich genieße es einfach, ab und an in die Rolle einer Frau zu schlüpfen und meine feminine Seite ausleben zu können.
Das heißt jetzt nicht, dass ich mich innerlich wie eine Frau fühle oder im falschen Geschlecht geboren bin, sondern ich bin ein homosexueller Mann, der auf diesem Weg hoffentlich seinen Traummann findet. Ma, he wants to marry me. Be my honey bee. Hurry, dear, and send for Papa. If not Pa, then get a copper. Ma, he's kissing me. Im zarten Alter von 16 bin ich zum ersten Mal in diese Rolle geschlüpft. Wie war das? Aufregend, neu. Da habe ich, glaube ich, schon ordentlich polarisiert, weil vor 20 Jahren war die Zeit eben eine andere wie heute, wo wir von Akzeptanz und Toleranz noch ein kleines Stück weit weg waren. Wie hat Ihre Familie darauf reagiert, dass Sie Drag Queen sein wollen? Meine Familie hat das ganz toll aufgenommen, speziell meine Mama, die hat mich da sowieso immer unterstützt. Die war zum Beispiel auch mit mir auf dem Grazer Tundenball, da hatten wir echt eine super Zeit. Wäre schön, wenn Ihr neuer Freund auch eine Drag Queen ist? Ich glaube, das könnte im absoluten Chaos enden, weil ich habe jetzt schon Platzmangel und mein Partner dann auch noch mit gefühlt 100 Perücken und 20 Paar High Heels und wahnsinnig vielen Kleidern. Ich glaube, das würde nicht gut ausgehen. Was ist, wenn der neue Mann sagt, ihm ist es überhaupt nicht recht, dass Sie eine Drag Queen sind? Thank you, next. Der nächste, bitte. So ist es. Wie lange sind Sie eigentlich schon Single? Jetzt seit einem knappen Jahr. Am meisten fehlt mir ein Partner bei den schönen Momenten im Leben, die man natürlich mit seinen Liebsten oder seinem Allerliebsten gerne teilen möchte. Und das ist halt manchmal schade, wenn man besondere Momente oder Erlebnisse einfach nur mit sich selbst teilen kann. Gibt es da irgendwelche Vorstellungen, die Sie haben, optischer Natur? Natürlich Südländer, groß, durchtrainiert, Brusthaare, Bart. Solche Sachen würden mir schon ganz gut gefallen. Wie feminin darf der neue Mann sein? Er darf schon gerne auch seine feminine Seite ausleben, aber ich hätte dann schon gerne einen ordentlichen Mann an meiner Seite. Wenn er super gut kochen kann oder vielleicht ist er Zuckerbäcker. Es ist ja auch mit wahnsinnig viel Feingefühl, kann man ja auch als feminin auslegen. Also solche Sachen dürfen dann schon sein. Wieso ist Kochen etwas Feminines? Wer hat das festgelegt? Keine Ahnung, wer das festgelegt hat, aber das ist halt so dieses typische Rollenbild, ne? Aber sollen wir die Rollenbilder nicht durchbrechen? Sollten wir. Ertappt. Dear and send for Papa. If not Pa, then get a copper. Ma, he's kissing me. Natürlich habe ich auch schon Beziehungen hinter mir, die alle Gott sei Dank länger angehalten haben. Und zum Beispiel bei meiner ersten Beziehung haben wir nach einigen Jahren einfach bemerkt, dass wir mehr beste Freunde sind als Partner. Und da hat sich das auch im Wohlgefallen alles aufgelöst. Wenn man es so bezeichnen möchte, dann hätte ich gerne eine biedere Beziehung mit ganz viel Treue. Mit dem Richtigen. Mit dem Richtigen natürlich. Könnten vorher Bandschallen mit den Falschen stattfinden? Man muss vielleicht den einen oder anderen Frosch küssen, der sich dann in den Prinzen verwandelt. Somit ist auch das ein oder andere Bandschall nicht ausgeschlossen.
Eigentlich habe ich schon einen Mann in meinem Leben und auch, das ist auch der wichtigste Mann, nämlich meinen Mops Louis. Wir sind unzertrennlich und ein Herz und eine Seele. Hatte Loriot also recht? Er hat gesagt, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Definitiv. Ich dachte, das kann nicht stimmen, bevor ich selbst einen Mops hatte. Diese Tiere sind einfach das absolute Unikum. Ich liebe es, ihm am Gesicht jede Emotion ablesen zu können. Und er ist einfach eine absolut treue Seele. Little Lily was also silly and shy. And all the fellows knew she wouldn't bill and poo. Every single night some smart fellow would try to cuddle up to her, but she would cry. Ein Pussy? Nein? Schade. Na komm, du Hübscher. Komm. Ma, he's awful nice to me. Ma, he's almost breaking my heart. He's good looking. Wait until he tastes my cooking fart. He wants to marry me. Danke schön. Komm, lass uns weitergehen. Heute ist ein relativ warmer Tag. Warum tragen Sie eine Mütze? Die Mütze ist mittlerweile mein Markenzeichen geworden und mich gibt es einfach nicht ohne Mütze. Christoph und Mütze ist einfach wie das linke und das rechte Auge, was zusammengehört. Das Geheimnis, wie ich unter der Mütze aussehe, lüfte ich spätestens nach dem dritten Date. Ma, I love that boy. Liebesgeschichten sind meistens nicht wahr, doch wenn sie wahr sind, sind sie wunderbar. Dann mischt das Schicksal selber die Karten und fiebernd muss man auf die Fortsetzung warten. Kriegt er sie oder kriegt er sie nicht? Geht es gut aus oder müssen die zwei verzichten? Liebesgeschichten berauschen wie Wein, die schreibt das Leben allein.